Der harte Winter dieses Jahres machte sich auch in Italien bemerkbar. Rom hatte seit 10 Jahren zum ersten Mal wieder richtigen Schnee. Im Kriege greift man auf allen Gebieten zur Selbsthilfe. In Berlin vereinigten sich die Hausbewohner zu Schneeschippgemeinschaften. Jeder kehrte hier im wahrsten Sinne des Wortes vor seiner eigenen Tür. Die Jugend sah in den ersten Schneefällen ein willkommenes Vergnügen. Auf der Eisbahn im Berliner Friedrichshain übt sich der jüngste Nachwuchs, der den Ehrgeiz hat, Meister von morgen zu werden. Überall, so sorgt auch in Wien die NSV tagsüber für die Kinder berufstätiger Mütter. Ein großes Ereignis in der Welt der Kleinen, Fannys Geburtstag wird gefeiert. Trotz des Krieges fanden im ganzen Reiche wieder Skilehrgänge des Hochschulinstituts für Leibesübungen statt. Ein stark besuchter Kursus traf sich in St. Christoph am Arlberg. Am Fuße des Hochkönigs kam Hitlerjugend des Sudetengaues und des Alpenlandes zusammen, um in die Kunst des Skilaufens eingeführt zu werden. Soldaten von der Westfront sahen in Düsseldorf das Weltmeisterpaar Herber Bayer bei seiner Meisterkür.
Die Kinderlandverschickung aus den luftkriegsgefährdeten Gebieten in die ländlichen Gegenden des Reiches sollte sich bald als sinnvolle Maßnahme erweisen. Auf diesem Weg wurde ohne Zweifel zahllosen Kindern das Leben erhalten. Während die deutschen Städte unter den Tag- und Nachtangriffen der alliierten Bombenströme in Schutt und Asche versanken. Die erweiterte Landverschickung aus Berlin und Hamburg hat bisher rund 1 Million Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren erfasst. Durch diese Verschickungen soll unsere Großstadtjugend vor allen gesundheitlichen Schäden bewahrt werden, die durch nächtliche Luftalarme entstehen können. Ankunft auf einem Gut im Wartegau. Erstes Frühstück in einem Jugendheim im Warteland. Das schmeckt wie bei Mutter. Ein großer Tag für die Stadtjungen. Sie dürfen hoch zu Ross mit hinaus aufs Feld. Diese Bilder wurden in einem Heim in der bayerischen Ostmark aufgenommen. Hier ein Blick über das Riesengebirge, wo ebenfalls viele Großstadtkinder untergebracht werden konnten. Zum Teil zogen ganze Schulklassen geschlossen aufs Land. Der Unterricht wird in solchen Fällen genau wie zu Hause abgehalten. Unterhaltungsspiele am Nachmittag. Für werdende Mütter aus bombengefährdeten Gebieten hat die NSV in landschaftlich besonders schönen Gegenden Kriegsentbindungsheime geschaffen. Hier können die Frauen in Ruhe der Stunde der Geburt entgegensehen. Ein neugeborenes Zwillingspärchen. Der leitende Arzt überwacht das Wohlergehen von Mutter und Kind. Wenn die Witterung es erlaubt, werden die Säuglinge ins Freie gestellt. Die Kriegsentbindungsheime der NSV erfüllen eine segensreiche Aufgabe in der Fürsorge für das kostbarste Gut unseres Volkes. In allen deutschen Gauen wurden am Muttertag die Ehrenkreuze an kinderreiche Mütter überreicht. Hier wird die Auszeichnung vom Gauleiter des Gaues Steiermark, Überreiter, vorgenommen. Querschnitt durch das Programm des Deutschen Zirkus Busch.
Meister Ullmann mit seinen 12 Araberhengsten. Dolinda, die balancierende Anmut auf dem Drahtseil. Die de Blas in einem Radfahrakt. Das Trio Duxa. Training in der Gymnastikschule Medau. Anmut, Grazie und Rhythmus vereinen sich zu einem Bild freudiger Lebensbejahung. Auch auf den Reit- und Fahrschulen der Wehrmacht sind Frauen als Bereiterinnen eingesprungen. Hier werden junge Pferde, die sogenannten Remonten, die an Zaum, Sattel und Reiter noch nicht gewöhnt sind, zu kriegsbrauchbaren Reit- und Zugpferden gemacht. Auch dadurch ist wieder eine Anzahl von Soldaten für die Front frei geworden. Das Einreiten der Pferde stellt an den Mut, das reiterliche Können und an die körperliche Leistungsfähigkeit der jungen Frauen große Anforderungen. Nach dem Einreiten werden die Remonten an das Gehen im Gespann gewöhnt. Geländeritt mit den jungen Tieren. Dazu ist äußerste Konzentration notwendig. Ein auffliegender Sperling genügt, die Pferde erschrecken und ausbrechen zu lassen. Der Geländeritt gehört aber auch zu den schönsten Erlebnissen, die diese Arbeit bietet. Auch bei der Polizei stehen Frauen im Dienst. Hier werden die Kraftfahrerinnen am Fahrzeug ausgebildet. Thank you.
freiwilligen Helferinnen der Feuerlöschpolizei haben sich am Gerätewagen mit Wasserpumpe und Schläuchen gut bewährt. In einem Berliner Rüstungswerk ist das deutsche Filmballett geschlossen eingesetzt. Vor kurzem bewegten sich diese Mädchen noch in den Filmateliers. Heute sitzen sie an den Arbeitsplätzen und Werkbänken in enger Arbeitsgemeinschaft mit schaffenden Frauen, die schon lange in der Industrie tätig sind. Die Arbeit der Hände hat die Tätigkeit der Beine abgelöst. Sie haben nach wenigen Tagen festgestellt, dass die Angst vor der Fabrik unbegründet war. Auch in Arbeiten, die sonst nur von Männern ausgeführt wurden, haben sich Frauen bewährt. Die Freizeit wird gut ausgenutzt. Die vorbildlichen sozialen Einrichtungen haben der im Arbeitseinsatz stehenden Mutter die Sorge um die Kinder abgenommen. In diesem Kindergarten eines Rüstungswerkes ist der Nachwuchs in bester Obhut. Weinlese am Rhein im 6. Kriegsjahr. Guter Jahrgang. Ein Querschnitt durch den Berliner Sonntag im 5. Kriegssommer. Beherrscht das Straßenbild. In dem durch Terrorangriffe mehrfach schwer heimgesuchten Berliner Zoo, der vor genau 100 Jahren eröffnet wurde. Sportfreunde kommen bei einem Boxkampf in der Dietrich-Eckart-Bühne auf ihre Kosten. Der Ausflugsautobus ist durch den BVG-Dampfer ersetzt worden. Almabtrieb in den bayerischen Alpen. Wenn das Vieh zu Tal geht, naht der Winter.
Wie ein letzter sommerlicher Gruß wirkt der bunte Schmuck. Die Fähre zieht über den Königssee. Heumat in den deutschen Bergen. Auch die Alten helfen wieder fleißig mit. Fährt der Bergbauer sein Heu ein.